Und dann kam anschließend ganz schnell die Flut. Und es ist genauso gekommen, wie ich vorher gesagt habe. Die Behörden liefen durcheinander wie die Hühner, wie die aufgeregten Hühner. Wir haben innerhalb von weniger als einem halben Tag, innerhalb von 12 Stunden, eine riesenhafte Armada von Hubschraubern nach Hamburg geholt und von Gummibooten. Ich habe damals mit 10.000 Toten gerechnet. Dass das hinterher nur noch einige 300 geworden sind, verdanken wir der Hilfsbereitschaft des Militärs. Ich habe mich damals über alle Vorschriften hinweggesetzt. Ob das Grundgesetz war mir auch egal. Haben wir auch mehrfach verletzt. Wir haben die Leute gegen ihren Willen abgepflückt von ihren Dächern. Die wollten nicht nach Hause. Das Wasser geht ja wieder weg und dann ist alles wieder in Ordnung. Dachten wir. Ich habe damals jedem, der sein Haus verlassen musste, 50 Mark auszahlen lassen, damit er sich in den intakt gebliebenen Stadtteilen was zu essen kaufen konnte. Ja. Das war ein schwerer Verstoß gegen die Hamburger Verfassung und was weiß ich, was das alles war. Das Wichtigste an der Flutkatastrophe, in meinen Augen das Wichtigste, ist die Erfahrung der Hilfsbereitschaft ja. von den Menschen, die nicht betroffen waren. Ja. Zugunsten der armen Schweine, die ihr Haus und Hab und alles verloren haben in einer einzigen Nacht. Die heutige Lage ist ziemlich beschissen. Und es gibt zurzeit niemanden, der die Führung übernehmen will. Und Frau Merkel hat recht, dass sie die Führung nicht übernehmen will. Wir kriegen jeden Tag Nachrichten serviert im Fernsehen oder per Twitter oder über die Zeitung von Hunderten, manchmal Tausend, die im Mittelmeer umkommen und wollen alle nach Europa. Und die politischen Instanzen in Europa sind zurzeit kaum handlungsfähig.